Aber in jedem Fall will ich Frau Gesine Spahn noch mal die Möglichkeit geben, auf die beiden Kommentare zu reagieren und vielleicht das eine oder andere noch zu sagen, zu ergänzen. Sie haben das Wort. Hallo, ja. Möchte ich mich herzlich bedanken für den Kommentar von Frau Häuser, auch für die Präsentation von Herrn Wolf. Ich habe immer nur gesagt, dass es bisher Recht des Nationalstaates ist, darüber zu entscheiden, wer eintritt. Allerdings glaube ich, wäre es besser, dieses ganze Recht zu europäisieren. Das heißt, wenn wir es einfach auf die Kommunen, sozusagen wie die griechischen Stadtstaaten, beziehen, ist ja der Bewegungsraum nicht sehr groß. Ne? Denn dann ist es, sobald man, wenn ich an Hannah Arendts Staatenlosigkeitsproblem denke, also den Schutz des Staates verkleinern auf die Kommunen, wäre, glaube ich, keine Lösung. Wenn wir das Ganze aber europäisieren und auch finanziell europäisieren, dann können wir auch es entnationalstaatlich. Nun bin ich auf diesem ganzen Gebiet ein Reformist durch und durch. Also immer schon gewesen, aber hier auch. Ich glaube, dass der Nationalstaat de facto schon ganz viel von seiner Souveränität und seiner Macht verloren hat, auch in der Europäischen Union. Man muss ihn nicht abschießen, aber, und es ist ja diese Diskrepanz zwischen dem, was seine faktische rechtliche und auch ökonomische Macht ist, die viel geringer ist, als viele denken, gerade im Verhältnis zur Europäischen Union, und seine kulturelle Macht, die zumindest als Projektionsfläche immer noch eine große Rolle spielt. Also man muss nicht sich sozusagen zusätzliche Feinde schaffen, indem man gegen den Staat agiert oder sehr radikal, wie Ulrike Gero meint, man sollte Europa auflösen in ein Europa der Regionen, sondern die Europäisierung der Staatsangehörigkeit würde den Raum vergrößern und würde dann auch, zumal wenn die Finanzierung und die Verantwortlichkeit dafür europäisiert wird, den Kommunen mehr Möglichkeiten geben. Das wäre meine normative Idee. Wie das dann im Einzelnen juristisch umgesetzt wird, das muss man immer sehen und dazu gehört natürlich ein politischer Wille. Aber, ja, jetzt geht's dann. Aber ich glaube, also in diese Richtung geht es. Ich bin gar nicht dafür, dass das unbedingt beim Nationalstaat bleibt. Wir haben ja auch zum Beispiel in Barcelona die Erfahrung gemacht, dass Barcelona 30.000 Flüchtlinge aufnehmen wollte und Rajoy, das sind dann immer die konservativen Regierungschefs, die das ablehnen. Und da meine ich eben schon, dass man die Auflösung des Nationalstaats in dieser Hinsicht hin zu Europa, was ja auch durchaus viele Unterstützung hat, betreiben sollte. Also Europäisierung der Staatsangehörigkeit in dieser Hinsicht, Europäisierung des Einwanderungssystems, Europäisierung der Grenzsicherung. In diese Richtung würde ich gehen und das muss dann ausbuchstabiert werden. Auf einen Punkt möchte ich noch eingehen, der mir auch sehr wichtig ist. Ich glaube auch, dass de facto in Deutschland und auch in Europa zum Teil, aber zum Beispiel nicht in Südeuropa, eine klare Tendenz ist, eine Abschreckungspolitik in der Flüchtlingspolitik zu betreiben, weil man meint, und das ist ja die Argumentation auch der CSU, die Pull-Faktoren im Unterschied zu den Push-Faktoren, also das unterscheidet man ja, die Pull-Faktoren sind wie, dass wir so attraktiv sind und deswegen die Afrikaner alle zu uns kommen, die Push-Faktoren sind, dass sie keine Perspektive haben dort. Also die Pull-Faktoren als entscheidend anzusehen und deswegen keineswegs einfach wirklich eine glimpfliche und legale Überfahrt nach Europa zu ermöglichen, weil dann noch mehr kommen würden. Also da würde der Pull-Faktor kommen. Und wir haben heute, das war ein weiterer Punkt, den ich beobachtet habe, heute in unserer Ausstellungsbesichtigung, da hat ja der sehr nette Leiter des Museums ein bisschen auch in die Richtung argumentiert, sozusagen als Brückenargumentation, wenn es den Leuten besser geht, dann kommen sie erst recht. Ja? Es heißt ja nicht Plan für oder sowas, Marshallplan für Afrika, sondern mit Afrika, aber der gegenwärtige Entwicklungsminister hat das nicht mit Afrika entwickelt, sondern für Afrika, und das ist keine große Redlichkeit, aber
Also der Gedanke ist, wenn die erstmal alle reisen können, besser gebildet sind, kommen sie erst recht nach Europa. Das ist sehr umstritten in der Migrationsforschung. Es ist keineswegs, natürlich ist es so, dass die jetzt mobileren, die reicheren sind und die dann ausgestattet werden. Aber die andere Erfahrung in der Migrationsforschung ist, dass sie vor Ort Perspektiven brauchen. Und da kommen dann die ganzen Fragen ja hinein, wie weit wir als Europäer diese Perspektiven unterminieren, zum Beispiel mit einer spanischen Fangflotte und einer europäischen Kommission die westafrikanischen Küsten leerfischen und nicht sagen wollen, also ich kenne da ein Projekt, nicht sagen wollen, wo sie was mit den Fabriken auf Schiffen, die da rumkreuzen, verarbeiten. Also wir haben ganz viele, man muss gar nicht auf die alte Kolonialgeschichte Europas zurückgehen. Wir machen aktuell in der Handelspolitik, in der Fischereipolitik, in ganz vielen Bereichen, denen die Perspektive unmöglich. Und ich glaube nach wie vor, dass es sicher auch welche geben wird, denen es besser geht, die dann nach Europa wollen. Aber man soll nicht unterschätzen, dass es schon ein kalter Wind ist, der denen hier in Europa entgegen wird, im wörtlichen Sinne, aber auch im kulturellen Sinne. Also das ist immer so eine Angstmacherei und da bin ich also bei Ihnen. Das ist wichtig, dass wir diese Argumente, die ich auch aus der SPD hinter vorgehaltener Hand kenne, ja, aber dann kommen die doch alle zu uns, dass wir diesen Argumenten begegnen und am besten mit Forschung. Übrigens war das Argument ja auch im Mittelmeer, in Bezug aufs Mittelmeer so, diese Richtung, wenn die Küstenwachen und die NGOs da wirklich, also die italienische Küstenwache, nicht die libysche, die wirklich rausfischen aus dem Meer, dann kommen immer mehr. Und das stimmt nicht, als es reduziert wurde, auch die italienische Küstenwache, Mare Nostrum, reduziert wurde, sind nicht weniger gekommen, sondern es ist konstant gewachsen. Also es gibt diesen empirischen Zusammenhang nicht. Und jedenfalls, soweit wir das erforschen können. Und deswegen bin ich da strikt dafür, dass man die Perspektiven eröffnen muss. Und Perspektiven sind dann eben nicht nur materielle, aber auch sehr stark materielle. Ein letzter Punkt zu dem Vorschlag zu Herrn Wolf. Ich habe meine wissenschaftliche Arbeit begonnen 1971 am Otto-Suhr-Institut als Assistenzprofessorin. Mein Bereich war Theorien des Sozialismus. Das ging von der Sowjetunion über den jugoslawischen Selbstverwaltungssozialismus, über den Anarchosyndikalismus, über den Anarcho-Genossenschaftssachen und so weiter. Und das hat mich sehr erinnert, was Sie da gesagt haben. Ich habe mich vor allen Dingen auch mit dem jugoslawischen Selbstverwaltungssystem viel befasst und habe da ein Problem gehabt, weil der Versuch und der Traum, dadurch, dass formal es kein Eigentum, sondern nur ein Selbstverwaltungsrecht in der damaligen Jugoslawien-Verfassung gab, man den inneren Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit in die Brust der Arbeiter verlegte und sagte so, die sind jetzt sowohl Kapitalisten als auch Arbeiter und dann werden sie diesen Widerspruch in sich beheben. Eine wunderschöne Idee. Was war ein Ergebnis davon? A, bei dieser Gleichheit, die Sie beschrieben haben, haben sich unglaublich informelle Strukturen herausgebildet. Ja, also keineswegs die Hierarchien aufgehört, sondern die meisten Informationen haben, selbst wenn sie formal rechtlich alle gleich waren, haben natürlich die Macht gehabt. Aber noch schlimmer, was wir oft den kapitalistischen Eigentümern vorwerfen, dass sie statt neue Arbeiter einzustellen, wenn sie Möglichkeiten haben, die lieber Überstunden machen lassen und noch und noch und noch, damit sie nicht eventuell für neue Arbeitnehmer die Sozialkosten und sowas übernehmen müssen. Das haben natürlich die jugoslawischen Arbeiter erst recht gemacht. Die wollten nicht ihre Arbeitskollegen da drin haben, weil sie ja dann auch hätten für die mitbürgen müssen. Also da habe ich mir dann gedacht, psychologisch und soziologisch, diese Überwindung des Gegensatzes von Kapital und Arbeit ist nicht sehr effizient, sondern es ist besser, das rollenmäßig zu verteilen. Was nicht heißt, dass man sehr viele Veränderungen machen muss und vor allen Dingen dieser unglaublich ungeregelte Kapitalismus ohne nicht nur Sozialpolitik, sondern eben auch das, was wir in der Sozialdemokratie traditionelle Wirtschaftsdemokratie nennen, also Mitbestimmung und so weiter, was auch seine Probleme hat. Also wie gesagt, ich habe diese ganze Palette jahrelang gemacht. Es bleibt immer alles sehr menschlich in all diesen Sachen, selbst wenn es sehr humanitär sein soll. Aber da würde ich schon sagen, also alles das Probieren, zum Beispiel Genossenschaftswesen im Wohnungsbau bei uns,
Das ist aber auch sehr kompliziert. Das wird sehr genau rechtlich austariert, was davon kann vererbt werden. Wie machen das die Kinder, die in diesen, von Eltern, die diese genossenschaftlichen Wohnungen, die keinen Profit bringen sollen und die dann auch sicher sind und kein sowas, wie machen die das? Dennoch finde ich, es hat mich sehr beeindruckt, dieses Falling Apart. Denn es ist natürlich schon ein Problem. Wir kennen von den Kirchen in Deutschland, in Europa als Sanctuary ja den zivilen Ungehorsam beim Asylverfahren. Das ist eine lange Tradition. Habermas und John Rawls haben darüber geschrieben, sehr gut, und haben gesagt, also es ist auch zur Sicherung der demokratischen Werte ziviler Ungehorsam gegen legale Regelungen notwendig manchmal. Allerdings muss man trotzdem die Sanktionen des Rechtssystems akzeptieren. Also das, was manche Alternativen in 70er Jahren wollten, weil sie aus Gesinnung das Recht gebrochen haben und deswegen straffrei bleiben wollten, das geht nicht. Aber es ist das Problem, dass der zivile Ungehorsam wahrscheinlich ein notwendiges Element ist, um Demokratie normativ zu erhalten. Und das ist natürlich auch eine Mutfrage für uns Bürger. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist Letzteres genau in den USA zu beobachten, wo der Rechtsbruch ja von oben kommt, ja, und über den zivilen Ungehorsam letztendlich das Recht wieder zur Geltung gebracht werden soll. Ich denke, Sie beide wollen vielleicht auch noch mal kurz darauf antworten, dann würde ich gerne ins Publikum öffnen. Nicht? Doch. Okay. Ja, funktioniert. Ja, da könnte man jetzt so lange drüber sprechen. Also erstmal möchte ich klarstellen, dass ich jetzt nicht vertrete irgendwie, dass wir in die Epoche hinter die Nationalstaaten zurückfallen, wo es irgendwie Kleinstaaterei gibt. Und auch bei Derrida ist es, glaube ich, auch eher so, dass darauf gerichtet, dass die Städte sich eben auch miteinander vernetzen und eben nicht alleine sind, sodass man sozusagen nur noch auf dieses Stadtgebiet begrenzt wäre, sondern im Grunde müsste man das dann so weiterdenken, es gibt einfach Einwanderungsfreiheit, Auswanderungsfreiheit und Niederlassungsfreiheit in den Städten, die miteinander verbunden sind. Okay. Das wäre sozusagen, denke ich mal, die Utopie. Genau, und das Land, das gibt es bald nicht mehr. 2050 werden 82% der Weltbevölkerung in Städten leben, was ich sehr bedauere. Und ich bin auch übrigens, also ich benutze den Begriff Städte der Zuflucht, weil da eben in dem Begriff so eine lange Tradition drin steckt, aber ich möchte eigentlich eher von Kommunen der Zuflucht sprechen. Also Kommune wäre ja sozusagen der Überbegriff, okay. Da wären dann auch Dörfer dabei und so. Ja, und außerdem, also sozusagen, wenn man pragmatisch denken würde und jetzt nicht direkt die große Utopie im Kopf hat, würde ich sagen, eben dass es möglich ist, neben dem europäischen und dem nationalstaatlichen System, was wir eben gerade nun mal haben, möglicherweise die Städte zu stärken, weil sich hier eine Zivilgesellschaft formiert, die ja, liberaler eingestellt ist. Und ich glaube das Märchen nicht, dass auf Bundesebene erzählt wird, dass die Bevölkerung keine Zuwanderung möchte. Also das ist ja genau der Gegenbeweis, okay, dass die Städte eben fordern, wir wollen aber, also die Stadträte sogar, also wir wollen aber welche aufnehmen, und dann erlaubt es aber die Bundes- und die Landesregierung nicht. Und da stellt sich die Bundespolitik bloß. Gut. Ist schon an. Does this get across? Okay, good. Two points. One just empirical about the United States. In the United States, city after city has requested
the settlement of immigrants. And it is almost always in the same situation. The way capitalism evolves in the United States, I can't speak for Europe, is that large parts of almost every large American city are what we call slums. They are very poor condition, the housing is neglected, the streets are not cleaned, it's full of crime, and so on. And these are usually abandoned neighborhoods where middle class and upper class people have left, or even more likely, the collapsing industry has disappeared, it's gone overseas, or it's out of business, and these neighborhoods become depressed. In come waves of immigrants who can't afford normally living anywhere else, they go there. They convert the old factory buildings into housing, they set up small stores, and slowly the neighborhood, which is patrolled by them since the police typically neglect it, becomes in much better shape than it was before the immigrant community came. This is well understood and is a way of socially solving the problems that existed before you had an active population. They too, as you say, are blocked by the federal authorities, not for economic reasons particularly, but for political ones as part of, like you have today, the attempt to get into power by the political party, by scapegoating immigrants, so it can't solve that problem. But you have mayors and local city councils that are actually very friendly to immigration, if it could be worked out in some way, and we are working with them to build the sanctuary on moral grounds, but underneath it is a very economic and practical strategy. And the other thing I would say is in response, the notion of a worker co-op doesn't have to be presented as it once was, as some nirvana, as some solution to all the problems of capitalism. A worker co-op will, of course, have its problems that go with its peculiar situation and how the contradictions and difficulties evolve. But it's a democratic community. It will struggle through those procedures in a collective way. It's almost as if you were to dismiss this program on the grounds that there are difficulties, then you'd have to use the same logic as to why we got rid of kings and substituted parliaments, because after all, they can be distorted, they can be, yes, they can be. The process isn't perfect, but the process responds to serious problems that are not getting solved and creates wonderful opportunities, which people will have to struggle to realize. The worker co-op is a very old idea. It's not new. It's thousands of years old, because human beings have always yearned for something like that. And maybe it takes the collapse of the latest uncooperative system to finally create the space where that long-standing desire can become a practical political program. When you add the peculiarities of the United States and this immigration problem, that looks like where we're going. And let me end with an example. The biggest single worker co-op in the United States is in the borough of Queens, New York City. It's a part of New York City. It was started 20 years ago by immigrant Mexican women, undocumented. It's now got 2,200 members who collectively and democratically run this business in Queens. And we use it to go all over the United States, including talking to Native American people who are now taught that the new direction they need to think about going in is one pioneered by immigrant, undocumented Hispanic women. And that itself is a political lesson of no small importance if you want to deal with the immigration problem. Wunderbar. Vielen Dank.